Engel der Leere. Wer war der Engel der Leere? Noch ein Ticken tankiger. Wir haben immer noch eine Midroll. Schon verrückt, Chat. Das ist die schwerste Rüstung, die wir tragen können und haben immer noch Midroll. Das ist echt verrückt in dem Game. Ah ne, die ist sogar tankiger. So, bei dem Händler waren wir ja gerade. Also, mal gucken, was hat der noch? Hat der irgendwas Neues? Radiance Judgment. Our Immaculate Lady will bring redemption. Also die Heavy Roll ist wirklich... Kriegst du gefühlt gar nicht erreicht. Also ist ja geil, ne? Mal auch angenehm, dass man nicht sofort... immer überladen ist, ne? Man hätte auch bei dem Boss gerade mal ein bisschen Ausdauer sich reinknallen können. Ah, Seelenschinderladung gibt es damit zurück. Auch mal ausrüsten. Was sagt der Chat? Geht die Rüstung fit oder was? Ich finde, der Helm hat was. Es versteckt auch den roten Bart. Ein bisschen. Der Helm sieht bodenlos aus. Niemand hat gesagt, du sollst in den Spiegel schauen, Onisyndex. 4 Level-Ups auf Tasche. Wie die Mods zusammenhalten. Unerträglich. Wird sich einfach gegenseitig die Stange gehalten. Eins in Stärke, eins in Leben, eins in Ausdauer. Zwei in Ausdauer. So, ab zum Weiler. Nackt spawnen immer ganz viel Bock. Und ich finde einfach die Welt in der toten Welt einfach angenehmer. So, hier war ja richtig, glaube ich, ne? Der andere Pfad. Boah, ich weiß nicht mehr, woher ich den Talisman hab, der mehr Leben. Ich hab den irgendwo gelootet. Aber ich hab mich gefreut. Dogs? What? Flammspeier! Dogs! Heal. Feuer sieht nicht schlecht aus. Hier sind die Frames sehr gut, Chat. Vertraut mir, wenn die das patchen, dann ist das Game ein Überbanger. Wenn sich das... Also wenn die Frames gut sind, fühlt sich das so schön an.
Kalrat. Rechts oder links zuerst, Chat? Was sieht nach Mainfahrt aus? Erst links. So, jetzt sauge ich nochmal Seele raus hier. Wie habe ich vorhin den Crit gemacht, Chat? Könnt ihr mir das nochmal erklären? Hat denn 350 MB Update, habe jetzt 70 bis 80 konstant. Ja, PC, Bruder. Konsole ist nochmal was anderes. Kein Update da. Mein Süßer. Beides ins Nichts, perfekt. Nochmal einen Samen. Also ich finde das Game bis jetzt sehr geil, Chat, macht Spaß. Grafik ist sehr geil, Kampfsystem ist sehr nice, kommen super zurecht mit dem Spiel. Das Einzige, ne, das ist aber in einem Souls-like gehört es halt dazu, dass halt die Gebiete auch manchmal verwirrend sind. Das ist, ja, könnte manchmal besser sein, aber irgendwo gehört es auch dazu. Und also die Bosse bis jetzt fand ich halt auch so, ja, okay. Den Engelsboss, den fand ich sehr geil. Und die anderen Bosse waren bis jetzt not the yellow from deck. Aber wir sind ja noch gefühlt am Anfang. Das Geile ist, unsere Äxte werden auch immer mit stärker, wenn wir Stärke skillen. Das Gebiet hier hat so schöne Frames, Chat. Das Game könnte so krank sein. Hier sind die Frames so saftig. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Huh? Oh nee, ne? Oh nee, ne? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Menschen sind Lacher. Lacher. Obwohl, er kann kein Muggel sein. Er kann ja zaubern. War ich schon in der Totenwelt? Okay, jetzt müssen wir ja wieder ein ganzes Stückchen latschen, meine Damen und Herren. Also man verbringt so viel Zeit in der Totenwelt, dass es irgendwie voll ungewohnt ist, wenn man mal nicht in der Totenwelt ist. Stimmt ihr mir dazu, Chat? Gefühlt 80% der Zeit ist man in der Totenwelt, wenn nicht sogar mehr. Hier ist irgendwas. Ah, wir könnten hier... Lohnt es sich, hier einen Shortcut hinzumachen? Bitte nicht mehr schreien, bin im Lurk und penne nebenbei ein.
Der bist nicht mal T3-Sub, du hast hier gar nichts zu melden. Mach mal T3-Sub auf 2-Jahres-Streak und dann stell wieder Forderungen im Chat. Also, Chat, ich habe wirklich viel gemeckert wegen den Frames, aber jetzt, in dem Gebiet hier, sind die Frames so gut und es fühlt sich so schön an. Deshalb, wenn die das patchen, oh mein Gott, ist das ein Leckermäulchen, ne? Ihr ahnt es nicht, was für ein leckeres Mäulchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Unterschied da seht im Stream oder in der Aufnahme auf YouTube, aber hier sind die Frames absolut bestialisch konstant. Wunder, wunder, wunderschön ist das. Richtig geil ist das. Das macht so Spaß. Man kann perfekt blocken, genau. Wenn ich einfach nur so blocke und dann Damage bekomme, dann wird mein Leben grau. Und dann kann ich es mir mit Damage, hier könnten wir wieder abkürzen. Man kann ja ganz schön, es gibt schon viele Spots davon. Dann kann man sich das Leben zurückholen, indem man schnell viel Damage verursacht. Wir haben so viel von diesen kleinen Upgrade-Steinen. 34! Ja, Heiderwitzka, du! Okay, hier scheint der Main-Pfad zu sein. Dann gehen wir erstmal wieder zum Boss. Wir könnten halt diese riesige Keule komplett upgraden. Aber ich komme mit unserer Starterwaffe so klar. Und ich finde es so schön, dass die Waffe einfach aussieht wie von einem Urukai. Das macht mich sehr happy. Ja, das Rennen sieht irgendwie falsch aus, ne? Mir kommt das Rennen auch so vor, als wäre das einfach die normale Laufanimation. Und die dachten sich, ah, das ist zu langsam. Dann haben die es einfach gespult. So geil. Boss-Time. Gierig wieder, ich sack. Mann, warum bin ich immer so ein Gierschlund? War viel zu gierig. Also ich würde behaupten, der ist nicht schwer. Aber wie viele Pfade sind denn da wieder? Das Game ist echt, ja, nicht geizig mit den Wegmöglichkeiten. Din, 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 din. Chat, ihr wisst gar nicht, was für eine Hoffnung in mir aufkeimt. Noch keine Framedrops heute. Das kann wirklich nicht. Es kann nicht sein, dass ich seit Monaten mit diesen Lags kämpfe. Ich 3 PCs gewechselt habe. Bestimmt 20 verschiedene Internetkabel. Techniker war hier. Ich habe den fucking LAN-Splitter ausgetauscht. Ich habe alles doppelt und dreifach gekauft. Und dann liegt es an der scheiß Steckdose. Das kann einfach nicht sein. Imagine. Grobe Mangelaxt. Grobe Mangelaxt. Inferno 13, ah ja. Du Sack. Wie genau kann es an der Steckdose liegen? Also vorhin hat das ein Zuschauer so erklärt, der sich da auskannte. Verschiedene Steckdosen haben verschiedene Strom... Ach, ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwie verschiedene Stromzyklen oder so.
Und je nachdem kann die halt überlastet sein oder auch nicht. Und das wiederum kann beim PC dann irgendwie zu Problemen führen. Anscheinend kriegt dann die Netzwerkkarte vielleicht nicht genug Strom oder so und verliert dann das Internet. Aber das macht auch gar keinen Sinn, weil der Monitor nicht flackert oder so. Sondern nur kein Internet. Das macht halt wirklich gar keinen Sinn eigentlich. Ich vertraue dem Frieden nicht, sage ich euch, wie es ist. Das wäre halt wirklich völlig verrückt. Boah, der sprintet sogar weg, der Hund. Okay, ich hole mir den Shortcut. Wo war hier der Shortcut? Vielleicht die Steckdose, wo da auch der Router drin ist. Naja, es liegt ja nicht am Internet-Chat. Ich wiederhole mich da gerne nochmal für euch. Nur der Streaming-Rechner hat ja die Verbindung zum Internet verloren. Kein anderes Gerät. Der PC neben mir, die Konsole, alles hat schön weiterhin Internet gehabt. Nur der Streaming-PC hatte Internet-Lags. Manchmal so, dass es halt ein bisschen nur war, ne? Also das habt ihr dann immer gemerkt, dass bei euch ein bisschen geleckt hat. Weil dann Upload-Probleme waren. Also Upload-Schwankungen. Und manchmal war halt wirklich Internet für ein paar Sekunden auch komplett weg. Und dann war der Stream auch aus. Ich call zu viel irgendwas falsch konfiguriert und dann bricht der Stream zusammen. Nee. Ich habe auch dann wirklich gar kein Internet mehr am PC, weißt du? Ach, Mann! Bro, weil ich so ein gieriges Stück Müll bin. Der ist so ein Lacherboss, aber ich bin wieder ein gieriger Müllhaufen. Gott sei Dank habe ich den Shortcut geholt. Der ist richtig schön zu parieren. Alter, zübbel noch mit dem Subgift. Zübbel mit 1150 verschenkten Subs. Ja, moin. Shortcut, wichtig, Chat. Du hast auch 34 Steine. Meinst du Upgrade-Steine? Die Waffe habe ich ja schon voll geupgradet. Ich brauche schon diese mittlere. Also die Stufe 2 Steine. Ich finde den Sprinten-Move into schweren Angriff geil. Da macht er diesen Double-Spin hintereinander. Das Gebiet fühlt sich so schön an. Clean 60 Frames. So lecker, Mäuchen. Jetzt fick ich ihn. Bro, also wirklich, der haut einen immer aus der Haltung, der Sack. Keine Ausdauer. Ah!
Dem seine Doubles machen mehr Damage als er. Bin viel zu gierig, Chat. Gierschlund. Einfach cleaner spielen. Später nochmal wiederkommen, wenn Equipment besser ist. Na klar, liegt am Equipment. Nicht an der Gear. Wie die mich runterrennen. Nichts gibt's. Kann ich bei ihm Seele ziehen? Boah, geht sogar, wie geil! Mann, dem seine Doubles fucken so ab. Die hauen mich immer aus der Haltung. Und das ist wieder meine vercrackte Ausdauer leer. Ja, heil dich wieder, du Hund. Was haut mich denn hier immer von den Füßen, Mann? Ich hab Lies of P-Flashbacks. Da wurde ich auch immer nur von den Füßen gehauen. Bro, ist jetzt, der wird jetzt immer schwerer auf einmal. Ey, Krieger, danke für den Raid, Mann. Schönen Abend an dich, mein Jüster. Danke, danke. Der haut mich halt immer aus der Balance und dann hittet er mich. Und dem sein Double macht, also dem seine Lichtgestalt machen gefühlt mehr Damage als er selber. Moin Jungs, hallo. Auf einen kleinen Drive-By komme ich vorbei. Och. Ja, die Gegner sind immer so gierig auf deinen Arsch. Die sprinten dir über die ganze Map immer hinterher. Die lassen nicht locker, Digga. Ricky, danke für den Subgift an Krieger. Die Reichweite, jetzt fängt er wirklich an zu nerven. Aber auch nur, weil ich es nicht clean spiele. Und dass er sich hielt, ist ja wohl eine Frechheit. Was ist das? Es schmeißt mich einfach weg. Rollen gerückt, du vercracktes Nuttengame, du. Ja, wieder Seele rausziehen, Schuh. Gott sei Dank habe ich den Shortcut geholt. Gott sei Dank.
Vergiss nicht, den Illaoi zu machen. Die Illaoi. Illaoi ist eine Sie. Bro, wie habe ich denn vorhin einfach... So, wie habe ich denn vorhin einfach fast geschafft, Mann? Mann. Kann man dieses Zielen irgendwie verhindern? Ja, zum Schluss war schön clean, aber davor war wieder ziemlich gierig. Ach, stimmt, Chat, ihr habt recht. Ja, guter Call. Ich benutze immer diese Larven. Also die Larven sind ja nicht umsonst in Bossräumen. Und die Larven sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dafür da, um Boss-Sachen irgendwie zu unterbrechen, ne?
Oha, das war ein ganz schön weiter Schwinger. Höchste, er ist tot? Warum ist er jetzt so schnell gestorben? Habe ich ihn gemacht, Chat? Oder hat er gerade irgendwie mehr Damage bekommen am Ende? Das habe ich jetzt nicht gepeilt. Ach, ich habe mit der Seele rausziehen gerade seinen Heal unterbrochen. Gar nicht darauf geachtet, Chat, war jetzt nicht geplant. Ja, geiler Boss. Dadurch, dass ich ihn beim ersten Mal fast instant gelegt hatte, kam er mir... Also, ich dachte, es ist ein Lacher-Boss. Aber es war tatsächlich der erste menschliche Boss, der wirklich ordentlich draufgehauen hat. Oh mein Gott, Chat, habt ihr schon mal sowas Schönes gesehen? 4 Dilarium-Klumpen auf Taschemimasche. Irgend so einen Ring haben wir bekommen. Haben wir den bekommen? Echt ein schöner Boss, ja. Und auch geil gemacht, so von den Angriffsmustern. Der hat einen immer gestunlockt mit seinen Doubles da. Und neue Waffe, ja, warte mal. Das da? Heiligschwert? Bro, was ist das für ein ewig langer Aufzug? Hey, Freak. Danke für deine 5 Naschis. Ein Yippie und eine Bombe, Chat. Abfahrt. Dankeschön. Wo bin ich denn jetzt? Ey, imagine. Ah, ich erinnere mich, Chat. Das war eine von den Türen, die wir nicht aufbekommen haben, ne? Das ist jetzt ein Shortcut dazu. Hey, Alex. Danke auch für deine 5 Naschis. Warum habe ich jetzt einen Aufzug hier zum Arsch der Welt wieder? Ah, wisst ihr noch die Zeiten, Chat, wo wir hier unterwegs waren? Das waren noch gute Zeiten. Das war noch gute Zeit. Ja, der andere Weg ging ja noch weiter. Ich frage mich halt, warum sie hier einen Shortcut gemacht haben. Aber wir müssen ja dran denken, dass im New Game Plus es keine normalen Bonfires mehr gibt. Und da braucht man natürlich jeden Shortcut, den man mitnehmen kann, ne? Oh, ich habe nochmal Klumpen gefunden. Wo habe ich denn die anderen jetzt gefunden? Den. Sprint. Oh mein Gott, was ist passiert? Man fliegt mal so dermaßen weit bei den Rollen. Ach, beim Aufzug oben waren 2 Steine. Die werden wir auch gut gebrauchen können. Jetzt brauchen wir 4 und ich schätze, beim nächsten Upgrade brauchen wir wieder 6. Damage wir einfach an so normalen Gegner machen. Und jetzt kriegen wir ein Waffen-Upgrade. Habt ihr sowas schon mal erlebt, Chat? Sowas Schönes. Zack. Sowas liebe ich einfach in Souls-Games. Wenn man sich schon stark fühlt und dann gibt's als Belohnung noch ein paar Upgrades obendrauf.
Und noch ein paar Seelen auf Taschos, Mimaschos. Ich bin echt schon stark, Chat. Stärkewaffe tut wieder ihre Pflicht. Plus 5. Und wir brauchen die anderen Steine, Chat. Ich kann auf plus 6 erhöhen. Plus 6. Jetzt brauchen wir diese anderen Steine. Die größeren, die ich jetzt nicht mehr habe. 4 Stück. Einfach plus 2. Und dadurch, dass wir schon viel Stärke haben, jetzt haben wir ein C plus Scaling. 218 Grunddamage plus 67. Das schmeckt doch. Ich upgrade jetzt auch mal die Keule. Die Keule, Mimäule. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Ja, die Keule war sehr langsam, aber die war super stark. Auch nicht mal geupgradet vorhin. Was upgrade ich? Was brauchen wir? Noch ein bisschen Ausdauer. Ausdauer kann nie schaden bei Bossfights. Was hat denn die Keule für ein Scaling eigentlich? B-Scaling! Ach du Scheiße. Digga, die Keule, Mann. Geil. Rein da! Teleportieren zum Setzling. Jetzt bin ich gespannt auf den Damage. Din, 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 din. Okay, die Waffe ist ganz anders vom Angriffsmuster. Ach ja, stimmt. Die Keule löst ja Brand aus. Ich muss das ganz anders spielen, das Teil. Ja, weil ich nicht so schnell angreife, muss ich bei dem tatsächlich den Parasiten rausziehen. Irgendwie sieht die Keule komisch aus. Vom Angriffsmuster und der Sound! Der Sound passt irgendwie gar nicht, weiß nicht. Hallo Jungs, ich kau mal ein bisschen rein in die Luzi! Ich meine, das ist ja ein Stein, das klingt aber irgendwie, als wäre das so metallisch. Aber die ist stark, die Keule, Chat. Ach, ich bin ja jetzt überladen, ne? Ah, deshalb habe ich gerade auch weniger Ausdauerregeneration. Habe ich mich schon gewundert. Da ist er, der Redbeard. Du haust auf Metall? Naja, also, weiß nicht, der Sound ist irgendwie komisch. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie sich eine Steinkeule auf Rüstung anhört. Ja, das ist ein Rätsel, was wir noch nicht gelöst haben, Crazy Smiles. Niemand von uns weiß, wie es sein kann, dass der Charakter so schnell sprintet. Mit so einem riesigen Klopper in der Hand. Hallo, Bruder! Gönn dir! Oh, ich hätte schon Bock, mal so einen Boss so richtig zu danken. Das ist so eine Meme-Waffe, geil! Und ich meine, die kann Brand auslösen. Bei Bossen doch gar nicht schlecht. Kann ich jetzt noch Feuer drauf machen? Tatsächlich. Oh, oh mein Gott, sieht das geil aus! Din, 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 din.
Ist das ein Scheiß? Rennt die dauerhaft? Nein, nein, es wäre Verbrauchsitem, es geht wieder weg. Das wäre ganz schön OP. Ich finde die Waffe geil. Und das sieht echt geil aus, das Feuer, Mann. In the name of Aureus, you... Gods, 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 gods. That's all you people talk about. Ohne Scheiß, nicht mal schlecht, das Feuer. Aureus, this and hear that. You have no vision, no ambition. Just so desperate to be ruled. Well, despite what so many think... Der Effekt geht schon lange. Jetzt ist der Effekt erst wieder weg. Only the right man for the task. Who are you? Sieht so unecht aus. Bruder, wir spielen ein Spiel. Entspann dich mal. Wenn du ein echtes Feuer willst, zünd deinen Mülleimer an. Dong. Ein saftiger One-Hit. Dong. Dong. So, jetzt wollte ich das mal probieren. Moment. Ich wollte die Seele rausziehen, so. Und dann die Seele ins Aus bewegen. Warum habe ich jetzt den ganzen Gegner gemoved? Verstehe ich nicht. Das ist, ach so, weil es wieder, glaube ich, ein Gegner ist, der in der Totenwelt beschworen ist. Oder ich habe nicht lang genug gehalten, ich weiß nicht. Digga, die Keule bockt, Chat. Oh mein Gott. Was ist das für einer? Bitte nicht, bitte nicht. Hä? Er macht Rückzug. Bonk. Bonk. Dieser Sound. Bruder, gönn dir! Oh. Also das Spiel macht so fucking Fun. Es ist unfassbar. Erst zaubern die uns Lies of P und dann auch Lords of the Fallen. Und jetzt nächstes Jahr kommt auch noch Eldritch DLC. Ich bin ein glücklicher Gamer! Ich gehe nie wieder raus! Ja! Ja! Was sind hier eigentlich die Block-Moves? So? Okay, der ist gleich. Und so? Ähnlich. Auch so schön, dass gerade die Frames so schön gut sind. Schön angenehm. Ah, falsch. Hey. Donk, donk. Oh, oh. Dieser Sound, ich kann nicht mehr. Der ist so mir. Das ist so ein Meme-Sound. Dong, dong. Dong, dong. Ich bin Donkey Kong. Geht dann wieder laufendes Artilleriegeschütz, ne? Nachladen muss er auch nicht. Ring der strahlenden Überlebenheit. Shortcut, maybe? Hallo? Digga, der fuckt ab, Mann.
dem Ding unterbrichst du halt jeden Gegner im Angriffsmuster. Und jetzt sind die schönen Frames leider wieder vorbei. Dong, dong, dong. Okay, was haben wir bekommen? Ein Ring, ne? Ein Ring, der mit dem Blut seines früheren Trägers befleckt ist, wirkt Strahlenzauber mit anderen Katalysten. Hm. Donk. Fitzeroys Schwert. Also mit Waffen geizt das Spiel nicht. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Mann, ich finde immer die neuen Waffen nicht, Chat. Unerträglich. Wir nehmen jetzt mal unser +6-Schwert. Das haben wir ja noch gar nicht benutzt. Also die Keule macht Bock, ja. Damage, der wohl macht, wenn er trifft. Ich glaube, der macht Aua, der Bree. Haha. Escaped. Ist das ein Spiel voller Drecksäcke? Und da sind wir wieder. Das ist so eine freche Mechanik, dass wenn du in die Totenwelt blickst und dich dann ein so ein verdammter Toter hittet, du die Welt wechselst. Das haben die ja sich wieder schön überlegt. Haben sie da mit der Kaffeetasse wieder im Office gelacht. Hahaha. Gute Idee, Bruder. Bauen wir ein. Da werden sich die Spieler drüber ärgern. Wie sind wir witzig. Item her jetzt. Oh mein Gott, what the fuck, Mann? What the fuck, what the fuck? Bitte, was zur Hölle, Mann? Was war denn das für eine Scheiße? Wo ist das Item? War das eine Trap? Das ist neu. Das war neu, Chat. Nochmal eine Trap? Tot? Nee, doch nicht. War eine Mimik. Eine Mimik-Falle, Chat. Kann ich hier irgendwas runtertreten? Nee. Stand hier nicht vorne so ein Werfer? Also man kann das Item kriegen, Chat, wenn man sich davon nicht fressen lässt. Aber wie verhindert man das?
Wie die Gegner manchmal so richtig provokant da stehen.